Das habe ich mir gedacht. Was denn? Dass Sie lachen. Sollte ich vielleicht meine verschwitzten Klamotten wieder anziehen? Der Bademantel hingebart? Ja, ist meiner. Könnten Sie lieber einen leichten oder einen schweren nehmen? Lieber einen leichten. Einen leichten. Ja, wollen wir mal sehen. So. Also. Oh, was ist das? Merluza. Und auf Deutsch? Seehecht. Tomatensauce, Kartoffelscheiben, mit Zwiebeln, ein bisschen Petersilie. Das können Sie? Margarita kann es besser. Wer ist Margarita? Das ist der gute Geist dieses Hauses. Ich habe ihr freigegeben. Sie ist zu ihrer Tante nach Somers. Bitte, würden Sie das Weißbrot nehmen? Ja, sicher. Ich würde Ihnen gern mehr helfen, wenn ich wüsste, wo alles steht. Das weiß ich ja selbst nicht so genau. Es wurde alles umgeräumt in der Bauarbeit. Wenn Sie schon mal die Kerzen entzünden, dann hole ich hier zwischen den Beinen. Okay, mach ich. Ist was? Nein, nein. Grüße Ihre Anwesenheit. Ja, warum? Allein hätte ich mir so ein Essen nie gekocht. Ich hätte aus der Büchse gegessen. Darum bin ich auch nur gekommen. Bitte. Guten Appetit. Danke. Was? Auf Ihr Wohl. Auf Ihres. Der ist aber gut. Was ist das für einer? Ein Rueda. Also ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass Ihre Margarita noch besser kocht. Da müssen Sie mal kommen, wenn sie da ist. Ja? Ach, bitte, stehen Sie doch mal eben auf. Ja? Und doch, das müsste gehen. Was denn? Na, die Kleider meiner Tochter müssten Ihnen passen. Es hängen noch ein paar oben im Schrank. Ach ja, richtig. Sie haben ja eine Tochter. Ja. Und weil Sie sowieso gleich fragen werden, und eine Frau, antworte ich nein, geschieden. Wenn Sie jetzt sagen, das tut mir leid, dann erwidere ich, das muss nicht sein. Ist schon 22 Jahre her. Biografie in Kurzfassung? Ja. Hatten Sie eigentlich damit gerechnet, dass ich heute schon komme? So kurz, nachdem Sie das Hotel verlassen haben? Nein. Nur gehofft. Ja, warum? Na gut. Hier sind Sie ja sicher von Männern. Von Männern, die Ihre nähere Bekanntschaft wollen. Sie sind wohl sehr sozial veranlagt. Nein, ich glaube kaum. Wie alt ist eigentlich Ihre Tochter? 28. Ah, 3 Jahre älter als ich. Oh, ich hätte Sie für noch jünger gehalten. Nein, lassen Sie alles stehen. Kommen Sie, wir suchen jetzt was zum Anziehen für Sie. Und dann zeige ich Ihnen meinen Garten. Sie müssen das mal in 2 Wochen sehen, dann ist ja alles noch viel schöner. In 2 Wochen ist mein Urlaub längst zu Ende. Ach so, ja. Ja, natürlich. Ich stelle Ihnen eine Liege auf die Terrasse. Moment. Nur eine? Ja, ich habe leider eine Verabredung in Palma. Dauert etwa 3 Stunden.
Ich hoffe ja, Sie sagen nicht, dass ich dann Sie und Ihr Fahrrad gleich mitnehmen kann. Nein, nein, das sage ich nicht. Aber was sage ich, wenn Ihre Margarita kommt und mich verblüfft anguckt? Buenas tardes. Buenas tardes? Ja, ja. Aber ich nehme an, Sie werden sie gar nicht bemerken. Sie ist sehr unauffällig. Und Sie werden lange und tief schlafen nach der anstrengenden Radtour und dem guten Wein. Habitación. No, 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 no. No tengo habitaciones libres. Tampoco en mi casa. Pero si esta es mi casa también, ¿cómo te permite de tratarme de esta manera, eh? Quiero a ver Sara. Ahora. ¡Eh! Momento. ¿Qué pasa? La señora se marcha. Al infierno, si quiera. No. Ich vernichte dich. Du wirst bluten, bis du schwarz bist. Es una barbaridad. Lágense. Si no tengo una ataque de rabia. Auf. Was ist denn los? Hm? Ist das Hotel explodiert? Nein, nicht das Hotel. Mein Vater. Meine Mutter ist da. Ach, wie schön. Alles ist in Butter, erscheint die liebe Mutter. Ach, sei ein andermal albern. Ich bin geflüchtet. Zu dir. Da kommt sie schon. Wahrscheinlich will sie jetzt bei euch ein Zimmer. Da hat sie kein Glück, wir sind ausgebucht. Da siehst du. Das ist deine Mutter? Hm. Was will sie denn, ne? Ich weiß es nicht. Ich habe nur mitbekommen, dass sie von ihrem argentinischen Liebhaber verlassen wurde. Jetzt will sie sich wohl wieder auf Mallorca niederlassen. Ja, und ist das so tragisch? Ja, was denkst du denn? Papa hat sie damals bei der Trennung nur deshalb nicht umgebracht, weil sie sich so schnell abgesetzt hat. Aha. Und du meinst, er tut es nun jetzt? Wenn sie wieder zu ihm zurückkommen will, ja. Moment mal. Erst weil sie geht und dann weil sie nicht geht? Ja, was ist denn daran unlogisch? Verstehst du denn nicht? Schon gut, schon gut. Liebe gnädige Frau, es ist leider wahr. Ich kann Ihnen nicht einmal ein Dachkämmerchen anbieten. Ich will kein Dachkämmerchen, ich will Luxussuite. In einem anderen Hotel. Vielleicht versuchen Sie es im Parkhotel Kroll. Bei dem Verbrecher, na hören Sie, ich bin seine Frau. Und wie ich gehört habe, sind Sie sein Feind wie ich. Sie müssen mir helfen, por favor. Naja, sicher. Tino und ich, wir sind nicht gerade die dicksten Freunde. Da wird Gift und Galle spucken, wenn er erfährt, ich bin bei Feind abgestiegen. Ja, sicher, nur nicht heute. Donnerstag. Donnerstag. Wir haben gerade für Donnerstag eine Absage bekommen. Donnerstag, sehr gut. Ich komme wieder Donnerstag. Ich begleite Sie. Ja, ja, ja. Okay. Donnerstag. Ja, Donnerstag. Wiedersehen. Jetzt versucht sie es noch mal bei Papa. Wenn sie sich nicht umbringen, versöhnen sie sich. So, so. Das ist bei dir wohl ziemlich ein und dasselbe, oder? Ja, so ist es doch, oder? Was? Liebe ist so groß und gewaltig, wie der Tod. Na gut, dann weiß ich ja nun, dass ich nie heirate. Bisher habe ich zu meinem Vater gehalten, weil Mama ihn verlassen hat. Aber jetzt halte ich zu ihr, weil Papa sie verstößt. Aha, verstehe. Gar nichts verstehst du. Ich muss mir überhaupt überlegen, ob sich das mit dir überhaupt lohnt. Ob du zu sowas wie Leidenschaft fähig bist. Tu das. Was? Überlegen, das kann nie schaden. Sonst entflamme ich eines Tages entweder Leidenschaft zu dir, du verlässt mich wegen irgendeinem Idioten, und wenn er dich dann verlässt, muss ich dir gerührt in die Arme fallen, obgleich ich gerade angefangen habe, mein Leben ohne dich zu genießen. Was? Du genießt dein Leben ohne mich? Weißt du, was du bist? Du bist... Nein. Oh. Na, was ist denn los? Wenn ich ihn verlasse, ist ihm das egal. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Mal langsam, Kinder. Worum geht's? Saras Mutter ist zurückgekommen. Ja, ich weiß. Sie wollte ein Zimmer von mir. Ich habe aber keins. Es geht gar nicht um meine Mutter. Es geht darum, dass Michael genauso ist wie mein Vater. Er würde mich nicht wieder aufnehmen. Was? Dein Vater will dich nicht wieder aufnehmen?
Mein Vater will meine Mutter nicht wieder aufnehmen und Michael würde es auch nicht tun. Stimmt, warum sollte ich auch deine Mutter aufnehmen? Mich hat sie ja nicht verlassen. Ja, da hat Michael recht, Sarah. Natürlich. Sie waren ja von Anfang an gegen unsere Freundschaft. Dein Vater übrigens auch, weil wir halt Feinde waren. Sind wir aber jetzt nicht mehr. Ich konnte deiner Mutter ja nicht so gut ein Zimmer in meinem Hotel geben, selbst wenn ich eins gehabt hätte, nicht. Weil dein Vater sonst glauben würde, ich verbünde mich mit ihr gegen ihn. Sie würden meiner Mutter kein Zimmer geben? Nein, besser nicht, denke ich, oder? Oh. Hallo, Sarah. Hat wohl keinen sehr guten Verlauf genommen, das Gespräch, was? Nee, das kann man nicht behaupten. Warum seid ihr denn so niedergeschlagen? Sarahs Mutter ist zurück. Na und, das bedrückt euch so? Uns doch nicht. Ach, erklär du es ihr, Papa. Ach, es tut mir leid, ich muss mich um den Ausflugsbus kümmern. Ja. Also, Michael? Nein. Jeder Versuch, das zu erklären, ist sinnlos. Solch wirres Zeug kann nur eine Frau von sich geben. Ich bin auch eine Frau, Michael. Mama, nun sei du nicht auch noch eingeschnappt. Was habe ich denn gesagt? Ich habe doch nur gesagt, weil Sarahs Mutter zurückgekommen ist, dass ihr Vater ein Recht drauf hat, wie auch ich, wenn ich von Sarah verlassen würde, dass ich dann Herrn Kroll nach so langer Zeit verstehen kann, dass er seine Frau oder ich ihm die Sarah... Wie kommst du darauf, dass Frauen wirr daherreden? Bist du eine Frau? Gracias, hijo mío. Saludos a tu padre. ¿Eh? Adiós. Sie denken wohl an alles. Nein, das tue ich sicher nicht. Haben Sie dem Segelboot zugeschaut? Ja, aber noch nicht lange. Ich bin erst vor einer halben Stunde aufgewacht. Mhm. Tja, ich fürchte, ich werde bald die Heimreise antreten müssen. Na, das wissen Sie sicher nicht. Ich kann auch das Fahrrad in meinem Wagen verstauen. Margarita, esta es la señorita de que te hablé. Enhorabuena y que tenga una vida feliz. Margarita wünscht dir Gottes Segen und ein schönes Leben. Gracias. Sagen Sie Margarita, ich wünsche ihr ebenfalls alles Gute. La señorita te desea lo mismo. Muchas gracias. Bitte. Sie sagten, Margarita hat ihre Tante besucht? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Warum nicht? Ja, wie alt ist denn Margarita? 70. Ihre Tante ist 2 Jahre jünger. Ach so. Na ja, warum nicht? Gracias. De nada. Erzählen Sie ein bisschen was von sich. Zum Beispiel über Ihren Freund. Oh, er studiert Pharmakologie. Ach, ist Ihnen aber gar nicht in den Sinn gekommen gestern, als wir in der alten Apotheke in der Kartause waren? Nein. Hoffentlich weiß er Ihre Treue zu würdigen, Ihr Freund. Wenn ich bedenke, wie Sie den beiden Kerlen am Pool zugesetzt haben. Was sollte ich denn machen? Soll ich Margarita sagen, dass sie noch einen Kaffee für uns macht? Also, Sie verwöhnen mich viel zu sehr. Nein, nein. Mache nichts anderes als sonst. Und das ist mein Lieblingsplatz. Das wäre sicher auch mein Lieblingsplatz, wenn ich... Wenn Sie? Wenn ich hier wohnen würde. Ich werde Sie mal einladen, Sie und Ihren Freund. Er wird ja nicht endlos mit seinem zweiten Staatsexamen beschäftigt sein. Dann können Sie hier sitzen und den Ausblick genießen. Das ist aber nicht Ihr Ernst, oder? Warum sollte es nicht mein Ernst sein?
Naja, falls das eine Einladung sein sollte. Ist es. Ich glaube, es wird langsam Zeit. Margarita hat das Bett im Gästezimmer für Sie bezogen. Ah ja? Ja, ich habe immerhin einige Gläser Wein getrunken. Natürlich bestelle ich ein Taxi, wenn Ihnen das lieber ist. Nein, ich glaube nicht. Sind Sie zu Hause? Schlafen Sie schon? Hallo? Ist jemand da? Du, Max, ja? Der Jasne sagte mir, Frau Kroll wollte hier ein Zimmer. Opa, bitte rühr dieses Thema nicht an. Warum denn nicht? Na, weil Michael deshalb schon Ärger mit Sarah und Mama bekommen hat. Also langsam werde ich jetzt auch neugierig. Also pass auf, vor 6 oder 7 Jahren hat Frau Kroll ihren Mann verlassen. Wegen eines brasilianischen Rinderzüchters. Eines argentinischen. Der war Argentinier? Ja. Meinetwegen auch eines argentinischen. Jedenfalls dieser Argentinier hat ihr nun den Laufpass gegeben, warum auch immer. Und Frau Kroll hat sich plötzlich erinnert, auch noch einen Ehemann zu haben. Der wiederum hat sie vor die Tür gesetzt. Worauf sie dann bei uns um ein Zimmer nachsuchte. Ach so. Aber wieso kriegst du dann Krach mit Sarah? Weil sie meinte, dass sie zu ihrem Vater gehalten hat, als er von ihrer Mutter verlassen wurde, aber jetzt zu ihrer Mutter hält, weil der Vater sie verstößt. Das ist doch der helle Wahnsinn, oder? Mhm. Naja, Sarah ist eben auch eine Frau. Was willst du damit sagen? Ich hab euch gewarnt, ich hab euch gewarnt. Nun, es ist doch völlig unbestritten, dass Frauen manchmal anders empfinden. Gewissermaßen aus dem Bauch. Aus dem Bauch? Woher willst denn du das wissen? Tja, das frage ich mich auch. Ach, das sind doch alles Klischees von vorgestern. War dieses Kichern ein Argument? Ich hab's gesagt. Ich hab gesagt, berührt dieses Thema nicht. Ich habe heute früh nichts gesagt, um des lieben Friedens willen. Aber jetzt, nach diesen pauschalen Anschuldigungen, muss ich dich doch fragen, was denkst du dir dabei, wenn du sagst, Frauen sind wie Zigaretten? Zuletzt sammelt sich das ganze Gift im Mundstück. Da denke ich mir gar nichts dabei. Aha. Ich muss das auch nicht. Das muss Shaw. Von dem stammt nämlich der Spruch. Ich habe ihn dir von einem Kalenderblatt vorgelesen. Ja, aber wie du ihn vorgelesen hast, mit welcher Begeisterung. Ja, aber er ist doch auch ganz witzig, oder nicht? Würdest du den Spruch auch witzig finden, wenn es hieße, Männer sind wie Zigaretten? Ich hab's gesagt. Mama, das sind doch alles nur Aphorismen. Kleine Bosheiten, nicht ernst zu nehmen. Ist ja klar, dass alle Männer zusammenhalten, wenn es gegen die Frauen geht. Selbst sonst so vernünftige Jungs wie ihr. Lass uns Schach spielen gehen, Frank, ja? Ja, das ist eine gute Idee. Gute Nacht. Na, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Thank you.
Ja, ein Prälude. Das war sehr schön. Ja. Ich habe mich doch schon wieder zweimal vergriffen. Er macht doch immer dieselben Fehler. In jeder Hinsicht? Ja, ich glaube schon. Oder nicht? Hm. Na komm, ich zeig dir dein Zimmer. Dein? Du könntest doch meine Tochter sein. Oder stört es dich? Nein, nein, bleib ruhig bei dem Du. Wäsche, Handtücher und so findest du hier im Schrank. Auch eine Nachthemd von meiner Tochter, die hier manchmal wohnt. Ach ja, wenn du noch lesen willst. Danke. Ja, also ich muss morgen früh in aller Frühe nach Andratsch. Margarita wird hier ein Frühstück machen. Lauf mir aber nicht weg. Nein. Ich bin gegen 10 zurück. Gute Nacht. Ja. Gute Nacht. Sagen Sie mal, Sie sind total verrückt geworden. Verzeihung. Verzeihung. Erschrecken Sie alle Zimmer im Hättchen so. Nein, nein, es war wirklich ein Irrtum. Entschuldigen Sie. Das ist doch gar nicht Ihr Zimmer. Nein, ich habe... Ich gehe ja schon. Qué barbaridad. Entschuldigung, ich habe keinen Zimmerschlüssel, weil ich über den Balkon gekommen bin. Über den Balkon? Ja, naja, es war ein Spaß. Ich wollte das Mädchen, das hier wohnt, überraschen gewissermaßen. Sie wollten stehlen. Stehlen? Wieso das denn? Nun machen Sie mal nicht so ein Theater. Och, und seien Sie so nett und schließen Sie mein Zimmer auf, ja? Bitte. Aber Ihnen ist doch hoffentlich klar, dass ich das der Hotelleitung melden muss. Über die Liebe. Dabei ist die Liebe in jedem Lebensalter möglich. Die Liebe gleicht dem Fieber. Sie entsteht und vergeht ohne den geringsten Einfluss des Willens. Diese blöde Ehe-Tragödie bei Krolls. Doch wirklich kein Grund, dass wir uns auch noch in die Haare kriegen. Ach komm. Vergessen wir doch den ganzen Quatsch.
Wir sind doch noch nie unversöhnt schlafen gegangen. Wollen's auch heute nicht, hm? Ja, du hast recht. Und Michael hatte auch recht, dass er davor gewarnt hat, die alte Suppe wieder aufzuwärmen. Tja. Du, komm, es war ein langer Tag. Ja. Also, mir reicht's. Entschuldigung, Herr Lindemann? Ja, Carmen, was gibt's denn? Ein Gast ist in das Hotelzimmer von Fräulein Katinka Neumann eingebrochen. Ein Gast? Ja, der Nachbar, Herr Martin Schröder. Er ist über den Balkon rüber. Und das haben Sie gesehen? Nein, gesehen nicht, aber er hat es zugegeben. Ich habe gerade die Balkontür zugemacht und dann ist er über mich hergefallen. Ich habe vielleicht einen Schreck gekriegt. Ich dachte, ich muss das sofort melden. Wir hatten ja schon einmal Diebe im Haus. Ja. Du meinst, er wollte bei Fräulein Neumann stehlen? Gesagt hat er, er wollte sie überraschen. Hm. Und wo ist dieser Herr Schröder jetzt? In seinem Zimmer, ich nehme an. Danke, Carmen. Ich werde Herrn Schröder morgen zur Rede stellen. Es ist schon spät. Gut, wie Sie meinen. Ich wollte nur Bescheid sagen, ja? Gute Nacht. Gute Nacht, Carmen. Gute Nacht, Carmen. Gut gefrühstückt? Ha? Wie war das Wasser? Oh, ganz toll. Na, und Ihre Margarita, die ist wirklich ein Schatz. Und Sie? Alle Geschäfte zur Zufriedenheit erledigt? Ja. Für den Rest des Tages haben wir frei. Wir? Ja, wieso wollten wir nicht zur Nordspitze nach Cabo Formentor? Nein. Ein andermal vielleicht. Naja, also gut, dann ein andermal. Aber bitte nicht vielleicht. Ich habe alle meine Sachen im Hotel. Ja, die kann man ja holen, aber bitte, vielleicht ist es im Hotel schöner als in meinem Haus. Nein, natürlich nicht. Aber das ist nicht das Entscheidende. Sondern? Naja, im Hotel habe ich für alles bezahlt. Für mein Zimmer, das Bett, das Essen, einfach alles. Und bei Ihnen? Und bei mir? Muss ich das wirklich noch umständlich erklären? Nein. Nein, es sei denn, Sie hätten Angst, dass ich meine Gastfreundschaft auszunutzen gedächte. Das tue ich nicht. Ich respektiere nämlich Ihren Vorsatz, treu zu sein. Ganz im Gegensatz zu den männlichen Hotelgästen, die Ihnen da immer wieder... Also, das ist ja Quatsch. Ich rede dummes Zeug. Ich habe doch keine Angst vor Ihnen. Nein? Na gut, dann frage ich mich nur, warum sagst du wieder Sie zu mir, nachdem wir gestern schon mal beim vertrauten Du waren? Das stimmt. Also, fahren wir? Ja. Ins Hotel? Nein. Nach Cabo Formentor. Da spürt man aber, dass wir gestern pausiert haben, was? Ich bin wieder richtig fit. Der alte Frachter wird schon richtig zu meiner zweiten Heimat. Inzwischen kenne ich jeden Winkel. Was suchst du? Bitte? Was suchst du? Das kann man ja schon nicht mehr als Fanatismus bezeichnen. Geschweige denn als Hobby, was du da treibst. Das ist reiner Wahnsinn.
Warum können wir denn nicht mal in flacheren Gewässern tauchen? Was suchst du denn in dieser gespenstischen Totenwelt? Glaubst du nicht im Ernst an diese blöde Legende, der Frachter habe Schätze an Bord gehabt? Wenn du so wütend bist, möchte ich eigentlich gar nicht mit dir sprechen. Ich muss übermorgen in Hamburg sein. Das Leben besteht nicht nur aus Urlaub. Es gibt einiges zu erledigen. Okay, aber wir fahren wieder hierhin. In ein paar Wochen. Wie verabredet. Ja, aber nur wenn du mir sagst, was du suchst. Ich suche einen Schatz. Und ich weiß, wo er ist. Gesehen? Ja. Der hat es genauso eilig wie du. Ach. Hey, Nina, warte mal. Was ist denn? Na, guck mal. Ja. Herrliche Lage. Hm. Ein wunderschöner Altersruhesitz. Hm? Wir sind mit dem Touristikreferenten verabredet, ja, Lisa. Der kann aber ein paar Minuten warten. Das wäre doch was. Ja. Ist ein wunderschönes Haus. Steht leer. Schade. Hm. Steht ihm nicht leer. Ach, das ist auch schade. Dann können wir es nicht kaufen. Hm. Oder wollen wir mal reingehen und fragen, ob es zufällig zu verkaufen ist? Na klar, wir gehen rein. Bieten ihnen so viel, dass sie gar nicht Nein sagen können, Lisa. Wenn ich mir vorstelle... Du bist der Mann da und ich die Frau? Na, wäre schon verlockend. Ja. Na, träumen kann man ja. Wir haben unser Geld verdient. Wir verkaufen das Hotel und haben hier ein schönes Leben. Na gut. Träume sind dir erlaubt. Hm? Ja. Blume der Versöhnung. Aha. Wenn du schmollst, liegt eine dunkle Wolke der Trauer auf meiner Seele. Wenn du mich anlächelst, geht die Sonne auf. Schön hast du das gesagt, du Quatschkopf. Also gut, versöhnen wir uns wieder. Männer sind eben manchmal so. Wie so? Unvernünftig und stolz. Jetzt tust du genau dasselbe, was du mir vorwirfst. Was? Nein. Es ist alles gut. Machen wir unseren Spaziergang. Hallo. Hallo. Ich wollte nur mal wissen, ob du inzwischen vielleicht anderer Ansicht geworden bist. In welcher Angelegenheit? Ja, was die Liebe betrifft. Ob du im Ernst meinst, du wirst nie heiraten, nur weil du Angst davor hast. Also hör mal. Wenn du die Liebe als etwas betrachtest, wo man ständig in Lebensgefahr ist oder befürchten muss, verlassen oder erdolcht zu werden. Ach komm, keine Ausflüchte. Ich will jetzt wissen, woran ich bin. Du hast gesagt, du genießt das Leben ohne mich. Stimmt das? Also eben, als ich las, da merkte ich, dass ich eigentlich gar nicht las, sondern dachte, ja? Dass, wenn du jetzt kämst... Also was? Muss ich dir jedes Wort aus der Nase ziehen? Dann falle ich dir um den Hals. Und warum tust du es dann nicht? Na, weil ich nicht weiß, wie du drauf reagierst. Feigling. Jawohl, leider. Jetzt werde endlich mal ein Mann. Riskier was. Nun, auf dem Motorrad. Ja, da bist du ein Held. Bedeutet dir dein Motorrad mehr als ich? Nein. Also, dann tu das, was du tun wolltest, wenn ich komme. Fall mir um den Hals. Also gut. Thank you.
sich so schamlos an so ein junges Ding ranzumachen. Ja? Ist doch wahr. Ich gucke nur, aber er... Wir wollen das Thema lieber nicht vertiefen, Richard. Ganz wie du meinst, Mathilda. Jetzt ärgern wir den mal. Wen? Den da. Der guckt so schön böse. Na los. Nochmal? Ja. Und jetzt mal ohne Traum. Das reicht. Was ist? Ich bin kein Spielzeug. Hältst du bitte mal? Ja. Ich bin kein Spielzeug. Wo beginnt die Untreue? Du willst ihm doch treu sein, deinem Freund. Und weil du es ernst meinst, bist du mit mir zusammen. Und nun küsst du mich, um einen neidischen Spießer zu ärgern. Bin ich da nicht nur ein Spielzeug? Nein, ich habe dich nicht geküsst, nur um einen neidischen Spießer zu ärgern. Zum Vorwand genommen. Ich bin untreu. Ich liebe dich. Aber Katinka, komm. Katinka, ich liebe dich auch. Ja? Und warum darf ich dich dann nicht küssen? Das soll einer verstehen. Ins Hotel und holen deine Sachen, oder nicht? Ja. Ja, dann fahr doch. Geht noch nicht. Ich muss dich anschauen. Und wenn ich dich anschaue, wenn ich fahre, kann das sehr schlimme Folgen haben auf dieser kurvenreichen Strecke. Dann warte noch. Das Leben hat doch gerade erst begonnen. Nimm Rosita auf, Max. Ich bitte dich. Na gut, sobald es geht. Ich dachte, du bist sauer, wenn ich sie bei mir aufnehme. Ach wo. Max, wenn sie bei dir ist, ist sie nicht bei mir. Ja, wenn man das so sieht, hast du recht. Rosita hat in Palma ein Zimmer gefunden. Unzumutbar über eine Spelunke. Ist ja nichts zu kriegen jetzt. Also sei so lieb, ja? Ich bin ja so lieb, sobald was frei ist. Aber im Moment ist leider nichts frei. Frühestens übermorgen. Oh je, da kommt sie gerade zur Tür rein. Ich muss Schluss machen, Tino. Ich muss Sie dringend sprechen, Herr Lindemann. Entschuldigen Sie, Herr Lindemann. Einen Moment, bitte. Liebe, gnädige Frau, zu meinem größten Bedauern. Sie, mein Bedauern auch sehr groß. Neben mir in die Spelunke wohnen Matrosen. Ja. Matrosen, verstehen Sie? Laut, betrunken. Unerträglich. Es ist schon eine Barbaridad. Frau Kroll, ich schwöre Ihnen, sobald ein Zimmer frei ist... Herr Lindemann, weil ich gerade höre... Bitte, können Sie Ihr Problem mit meinem Manager besprechen, Fräulein Neumann? Also, ich gehe jetzt in die Bar. Ich muss einen Whisky trinken. Ja. Wo ist die Bar? Frau Kroll, ich begleite Sie, bitte. Ah, Fräulein Neumann, was kann ich für Sie tun? Ich bin eigentlich nur gekommen, um meine Sachen zu holen. Ich ziehe aus. Wunderbar. Oh, verstehen Sie das bitte nicht so, als ob Sie nicht ein angenehmer Gast gewesen wären. Wir zahlen natürlich die Differenz zurück. Aber das ist in Ordnung. Wir vermieten das Zimmer sofort wieder.
wenn Sie inzwischen backen wollen. Ja, gut, danke. Bis später. Guten Tag. Ach, Herr Schröder. Ist gut, dass ich Sie treffe. Sie sind in das Zimmer Ihrer Nachbarin eingedrungen? Eingedrungen? Na, das klingt, als ob ich kriminell wäre. Ich habe nur, naja, gewissermaßen fenstern wollen. Da kam aber nicht Fräulein Neumann ins Zimmer, sondern das Zimmermädchen. Ein peinliches Missverständnis sozusagen. Na schön, gut. Lassen Sie dieses Fenstern künftig. Es bringt nur Ärger. Und entschuldigen Sie sich bei Fräulein Neumann. Am besten mit einem großen, schönen Blumenstrauß. Aber sehr gerne, Herr Lindemann. Mit Vergnügen. Ist sie noch da? Wer? Frau Koll. Ja, in der Bar. Es ist ein Zimmer frei geworden. Nein. Welches? Von Fräulein Neumann. Sie packt gerade. Eine Fügung des Himmels. Liebe gnädige Frau, wir können Ihr Gepäck jetzt holen lassen. Ich habe das Unmögliche möglich gemacht. Sie bekommen ein Zimmer. Muchísimas gracias, Herr Lindemann. Herzlichen Dank. Paga la casa. Was? Du hörst schon auf? Das ist ja ganz neu. Ich mag nicht, wenn du böse auf mich bist. Außerdem, so fanatisch bin ich nun auch wieder nicht, dass ich darüber eine Frau vergesse, die ich liebe. Das freut mich. Kommt es nun? Was? Das Geständnis. Was suchst du da unten? Goldbarren. Goldbarren? Sag nicht, es ist dummes Gerede. Sag nicht, auf dieses Gerücht sind schon andere reingefallen. Ich weiß es. Aha. Und woher? Ich habe detaillierte Unterlagen gefunden. Das Gold sollte nach Venezuela. Gold im Werte von 30 Millionen Mark. Und die liegen jetzt irgendwo da unten? Nicht irgendwo, sie liegen in dem Frachter. Könnte es nicht schon irgendjemand geborgen haben? Nein. Illegal. Ausgeschlossen. Jens, wozu brauchen wir 30 Millionen, hm? Um ausgesorgt zu haben, fürs ganze Leben. Wie viel wiegen denn Goldbarren im Wert von 30 Millionen? Viel, viel zu viel, um es mit eigener Kraft zu heben. Aber wenn man es jetzt mal gefunden hat, findet man auch noch jemand, der entsprechendes Gerät hat, es zu bergen. Jemand, dem man vertrauen kann, hm? Ja, das ist Voraussetzung. Und der seinen Anteil will. Natürlich, umsonst ist er tot. Der Frachter liegt im spanischen Hoheitsgewässer. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Polizei seelenruhig zuschaut. Nein, nein, das ist natürlich nicht zu erwarten. Hältst du mich für so naiv? Man muss natürlich Vorkehrungen treffen, wenn es soweit ist. Aber noch ist es ja nicht soweit. Noch habe ich das Gold ja nicht gefunden. Gott sei Dank. Was? Ach, nichts. Verdammt, warum machst du mir nicht Mut, dass ich es schon schaffen werde, statt mich mitleidig anzuschauen? Ich bin doch kein Spinner. Und was machst du mit dem Gold, wenn du es findest? Gehst du zur Bundesbank und tauschst es gegen D-Mark ein? Es gibt gewisse Kanäle. Und in denen kennst du dich aus. Sag mal, verirrst du dich da nicht ein bisschen? Nein, aber ich mache nicht den zweiten Schritt vor dem ersten. Alles zu seiner Zeit. Sag mal, was ist denn los mit dir? Hey, da unten am Gräfelin liegen 30 Millionen. Soll ich die da liegen lassen? Würdest du die da liegen lassen? Nur weil ein paar Probleme auf uns zukommen? Ich weiß ja nicht, wie stichhaltig deine Unterlagen sind. Ich zeige dir die Unterlagen. In Hamburg. Du wirst staunen. Hallo, schönes Kind. Hombre, gracias. Wer sind Sie denn? Pero podías haberlo mandado con el personal del hotel, ¿verdad? Wie bitte? Ich verstehe kein Spanisch. Das ist ein Irrtum. Die Blumen sind nicht für Sie. Es geht aber auch wirklich alles schief.
Du wolltest mir was gestehen? Ja. Ich bin niemandem untreu, Andreas. Nein? Ne, da verstehe ich nicht. Warum ich etwas dagegen hatte, hier Bekanntschaften zu machen? Weil ich die Trennung nicht überwunden hatte. Die Trennung von ihm, dem Pharmakologen. Und diese Trennung hatte er vollzogen? Ja. Es ist aber viel einfacher zu sagen, ich habe einen Freund, dem ich treu sein will, als ich leide, weil mich mein Freund verlassen hat. Mhm. Verstehe ich. Und wenn man sowas dann mal gesagt hat, ist es gar nicht so leicht, das wieder richtig zu stellen. Aber jetzt weißt du alles. Ich habe kein Geheimnis mehr. Gut. Du nimmst mich niemandem weg und du machst niemanden unglücklich. Auch dich nicht? Mich? Hä? Wie kommst du denn darauf? Du machst mich glücklich. Das hoffe ich jedenfalls. Ja, das hoffe ich auch. Möchte ich auch gerne. Was ist los, Andreas? Hast du eine Frau oder eine Freundin, die nur gerade nicht da ist? Nein, das habe ich nicht. Warum bist du dann auf einmal so melancholisch? Nein. Es wird kühl. Komm, lass uns ins Haus gehen. Musik machen? Nein, später vielleicht. Jetzt bleiben wir einfach so liegen und genießen unser Glück. Du sag mal, lacht der liebe Gott, wenn sich zwei Liebende gefunden haben? Oh, das nehme ich doch an. Was sollte er sonst tun?